Der Essener Haarspalter Hagenräther zeigt Ihnen jetzt, wie Sie in 4 Minuten immerhin 20 Gramm verlieren können. Ja, schauen wir mal. Also manchmal denke ich ja, ich bin gar kein Kabarettist. Die Haare werden bei eBay versteigert. Für so ein Integrationsprojekt. Kabarettisten haben Wut und wissen alles. Ich habe Schmerz und weiß nichts. Weil sich alles abschafft. Alles schafft sich ab. Deutschland schafft sich ab. Europa schafft sich ab. Amerika hat sich abgeschafft. Die Kirche schafft sich ab. Das Sozialsystem schafft sich ab. Gesundheitswesen schafft sich ab. Privatsphäre schafft sich ab. Alles schafft sich ab. Und hier marodieren verbitterte alte Männer durchs Land und beschimpfen Minderheiten. Ein bisschen traurig ist das schon. Ah. Oh. Wie nackig. Ich habe den mir halt mal stehen lassen, den Bart. Ich habe gehört, die meisten Frauen finden Bart unsexy. Und da dachte ich, das ist die Lösung. Was ist denn der Höhe? Alles schafft sich ab. Nur die Sicherheit wird immer mehr. Und statt man sich endlich um Armut und Bildung kümmert, nennt man Leute sozial schwach. Das ist perfide, oder? Die sind doch nicht sozial schwach. Die sind ökonomisch schwach. Meiner Erfahrung nach sind oft die ökonomisch Starken sozial schwach. Aber das fängt schon in der Sprache an. Diese Brutalität. Naja. Alles schafft sich ab und die Sicherheit wird immer sicherer. Er wird immer sicherer. Alles wird immer sicherer. Also an den Flughäfen. Aber die Anschläge von London und Madrid, die waren auf S-Bahn und auf Busse ausgerichtet. Wieso kontrolliert man uns nicht, wo man in den Bus reinsteigt? Oder in die S-Bahn? Es wird alles kommen. Es wird alles kommen demnächst. Das, was früher Apokalyptiker erzählt haben, ist heute Stand der Wissenschaft. In jedem Bereich. Ob sozial oder ökonomisch oder demografisch oder absolut. Die Apokalyptiker von gestern sind die Professoren von heute. Und zu Recht. Das Haus von George Orwell ist heute ein Museum und wird von Kameras überwacht. Gibt auch gute Nachrichten dieses Jahr. Seit die somalischen Fischer Piraten werden mussten, haben sich die Fischbestände wieder erholt. Ja, ist doch schon ganz anders. Frank Zappa ist tot und Thomas D. macht Telekom-Werbung. Alles wird gut. Das wird schon lustig. Hitler oder Tom Waits? Zappa? Zappa ist schon vorbei. Geht doch. Und Horst Köhler ist für mich der Held des Jahres. Der Horst Köhler hat im Gegensatz zu Sarrazin eine wirklich unpopuläre Wirklichkeit ausgesprochen.
Nämlich, dass wir Wirtschaftskriege führen. Und deswegen musste der arme Mann auch gehen. Und Sarrazin ist für mich der größte Kabarettist aller Zeiten. Und wenn Sie wissen wollen, warum das Buch von Sarrazin sich hier so blendend verkauft, dann empfehle ich Ihnen das Buch von Fritz Riemann, Grundformen der Angst. Prost, Neujahr.